Herzlich willkommen bei Let's Make Money. Heute werden 5 Glücksschweinchen geschlachtet und zweimal das 100.000 Euro Cash losgerubbelt. Ich werde mich mit 3 Glücksschweinchen erstmal warm rubbeln. Dann werden wir mal ein 100.000 Euro Cash los nachschieben. Und leider, leider beginnen wir heute hier mit einer Niete. Sieht nicht schön aus. Schmeißen wir weg. So, jetzt aber. Normalerweise enttäuschen mich die Glücksschweinchen nicht so doll wie heute. Aber das sieht auch wieder schlecht aus. Irgendwie. Das Robeglück hier noch nicht so ganz auf meiner Seite. Das wird 1 Euro. Das ist 1 Euro geworden. Hier den Code frei rubbeln. Es nachher beim Eintauschen keine Probleme gibt. Da ist der erste Euro. Dann fangen wir direkt mal an, hier unser Glück mit dem 100.000 Euro Cashlos raus zu fordern. Und zwar Gewinnzahlen freirubbeln. 18, 2 und die 8. Ja, können wir unseren Gewinn verdoppeln am Ende? Der Stern? Nein, können wir nicht. Da hätte unser Geldbündelsymbol drunter sein müssen. Die 20, wir können keine 40 Euro erzielen. Die 12, 100.000. Die 4, 200 Euro, auch nicht. 11, die erste Reihe ist durch. 23.000 Euro. 13, 5 Euro. Die 16, 40 Euro. 14, es hat noch nicht gereicht hier. 22, immer noch nicht. 3 Chancen noch. Die 9, knapp daneben. Aber vorbei. Die 5, sieht nach einer Niete aus. Eine Chance noch. Die 10, okay. Das 100.000 Euro Cashlos ist eine Niete. Rubbelfläche reinigen. Ach, ich brauche nochmal hier ein kleines Glücksschweinchen. Das Glück ist heute noch nicht so auf meiner Seite. Und jetzt 1 Euro. Ja, sind wir schon bei 2 Euro. Können wir noch einen dritten nachschieben? 10.000 Euro wäre natürlich besser als ein dritter Euro. Aber das sieht mir stark nach einer Niete aus. Weg damit. Rubbelfläche frei machen. Für das letzte 100.000 Euro Cashlos in diesem Video. 17, 20 und die 3. Ist der Verdoppler drin? Der Verdoppler ist drin. Jawohl, zum zweiten Mal habe ich schon diesen Verdoppler. Letztes Mal hat es auch einen Gewinn bedeutet. Ich bin gespannt, ob es diesmal auch ein Gewinn ist. 12, 10 Euro, gehen an uns vorbei, 1, 100, 1000 Euro, ich bin gespannt. Die 8, ja gerade hatte ich die 8. Oh, spannend. Die 23, also die erste Reihe, ist schon mal kein Gewinn drin. 23 hätten 10 Euro bedeutet. Ja, beim letzten Mal, wo ich das Geldsymbol hatte, habe ich dann 10 Euro drunter frei rubbeln können und habe somit 20 Euro gewonnen. 14. 10. Ich verlinke euch mal das Video. Könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Die 6. Die 10. Und die 2. Oh Mann, das Los macht es spannend. Ich hoffe, es ist überhaupt ein Gewinn drin. Ich gehe jetzt schon so stark von einem Gewinn aus. Nicht, dass ich gleich enttäuscht bin. Aber warum sollte sich der Gewinn verdoppeln, wenn keiner drin ist? Die 17, da haben wir es. Die 17. Mal machen wir es noch spannender. Die 4. 1000. Die 24. Ja, ich glaube, das wird bei einer Gewinnzahl bleiben. Die 18, ja, die hatte ich im
letzten los gerade. So, jetzt aber Spannung beiseite. 5 Euro. 5 Euro sind es geworden. Verdoppeln sich zu 10 Euro. Ja, somit sind wir plus minus bei den beiden 100.000 Cash-Losen und nochmal 2 Euro hierbei, sind wir bei 12 Euro Gesamtgewinn bei einer Ausgabe von, ja, was, 10 und zwar, ja, 10, 15 Euro. 3 Euro draufgelegt, das ist verkraftbar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ihr seht weiterhin spannende Rubbellos-Videos. Bis dann, tschüss!